Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Diablo 4. Ja, letzte Folge dachte ich eigentlich, dass wir gegen ein kleines Übel kämpfen haben, aber gegen ein dickeres Übel gekämpft, haben es trotzdem erfolgreich überstanden. Jetzt geht's hier weiter mit dem Stützpunkt und dann runter hier Richtung nächste Hauptsäule-Quest. Danke fürs Einschalten, danke für den Support. Viel Spaß mit der Folge. Let's go. Ja gut, hier können wir wie gesagt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal die dämliche Nebenquest und direkt den Stützpunkt machen. Machen wir jetzt auch. Wie gesagt, alles für den Loot. Alles für die Erfahrungspunkte. Alter, hier geht's richtig aber auf Stufe 48. Ey, guck dich das an. Ich bin noch nicht bereit. Ah, mittlerweile muss man echt aufpassen. Leben schmilzt nicht nur bei den Gegnern, sondern auch bei uns selbst. Da vorne ist ein Boss. Upp, gleich tot. Zeit, um das zu tun. Gleich tot. Ja, lang ist es her, ne, dass wir echt mal so hier in Bredouille kommen. Concentration ist wieder gefragt. Und was zwei Level Unterschied nach oben ausmachen, war. Das macht echt viel aus. Boah, die dämlichen Kack-Schamanen da unten, ey. Okay, ich brauche auf jeden Fall meinen Schattenklonit. Alter, keine Chance, ich muss hier weg. Muss hier weg, einmal taktischer Rückzug. So, und der Schamane, der muss schnell sterben, ey. So, und jetzt hier diesen dämlichen Turm. Ist der schon platt? Ja, der ist schon platt. Dämonenherz, perfekt. Jetzt Feuer frei. Whoa, crazy, Mann. Crazy. 2 von 3. Holy shit, ey. So, aber wir müssen ja immer noch in den Ruinen Karajisu finden, ne? Die Kannibalen haben diese Woche 12 weitere von uns geholt. Doch der älteste Davan ist endlich zu den Minen aufgebrochen. Karajisu. Okay, da könnte ich wieder runtergehen. Ich glaube, die Quest kann man aber auch so, wie das ausschaut. Ich glaube, die Quest wird erst abgeschlossen, wenn man den Stützpunkt zurückerobert hat. Ich habe alle drei Stützpunkte dann offenbart hier in dem Gebiet. Ich glaube, es gab auch nur drei. Ich bin noch nicht bereit. Ist ziemlich nice, weil dann muss ich eigentlich nach Beendigung der Story direkt hier richtig geilen Progress machen, dass ich mindestens mal direkt die vierte Stufe habe. Der Regionsfortschritt. So, das heißt, dann fehlt nur noch ein Ding für die ersten 4 Paragon-Punkte. Hopp. Jetzt bin ich hier eingeprescht. Gib alles, Junge. Schamane, links. Ne, der muss sterben. Brauche mehr Zeit. Der Boss hier, der wird richtig schwer. Untersucht die Störung in der Mine. Ja. Das wird tricky. So, jetzt gleich aber auf jeden Fall das Level up. Das ist schon mal nice. Also nach dem Ding hier werden wir auf jeden Fall Stufe 47 sein. So viel sei gewiss. Aber ich muss mich hier trotzdem einmal noch umschauen. Tja, dieser Skill ist auch so unnötig. Den müsste ich eigentlich austauschen. Den benutze ich nie. Der kann eigentlich weg hier. Was hast du denn für ein Problem, Junge? Verfluchter Jinji. Ich brauche mehr Zeit. Oh, der hält viel aus. Und schau, Kakao. Oh. Okay. Ich brauche mehr Zeit.
So. Was ist das denn hier? Untersucht die Störung. Ja, okay, das ist das. Dann habe ich die Quest hier immer noch nicht. Sucht in den Ruinen von Karisu nach Tiju. Oder Tuiji. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wo mag er sie denn sein, ey? Ach, da vorne. Oh. Jo, alles klar. Gut, dann können wir jetzt ganz entspannt hier in die Mitte gehen und uns den Boss stellen, Freunde. Schafft man den jetzt hier im ersten Versuch? Ja oder nein? Ey, das ist echt hart. Okay, jetzt fetz man. Mein Schattenklon-Jutsu ist voll. Okay, das ist der Drecksboss hier. Okay, ich muss alles aufsammeln, was geht. Und direkt volle Pulle drauf da. Ja, ist natürlich jetzt wieder auch absolut gemein hier, dass der tausend andere Gegner hier mit spawnt, ey. Aber am Ende des Tages wirst du vor allem mein Freund. Und voll cool, die Stimme der Tiefe. Okay, Halbzeit, Halbzeit, Halbzeit. Junge, Halbzeit, Junge, wartet. Okay, Schattenklon-Juice, bist du jetzt gleich bereit? Standhaft, Junge, so sieht nämlich aus. Letzte Drittel, letzte Viertel. Schattenklon-Juice zu. Ich bin noch nicht bereit. Okay, das war's mit dir. Das war's mit dir, Junge. Ciao, Kakao. Du kannst gar nichts. Mach dich hier solo platt. Bin zu mächtig. Ich bin noch nicht bereit. Und ciao. Das war's, Junge. Junge, Stützpunkte zurückerobert. Kein Legendary gefallen. Auch traurig, aber egal. Hohoho. Ich bin noch nicht bereit. Nice. Ah, siehst du, der Bild funktioniert. Der Bild funktioniert. 47, bam. Nice. So. Direkt alles am Start hier. Direkt alles am Start. Guck mal, 180 mehr. Alter, die wäre ja richtig krank. 180 mehr. 122 mehr. Okay, ich muss jetzt langsam mal umrüsten hier. Ich muss... Langsam, also das macht schon wieder richtig Sinn. Sechs. Euer Bruder, mein Onkel, unsere Freunde. Bei lebendigem Leib verspeist. So. Diesen Ort zu erreichen. Genug. Ich flehe euch an. Es reicht. Lasst mich einfach in Ruhe. Wenn ich den Aspekt da raushole, ne? Muss jetzt mal in Ruhe schauen. So, soll ich das hier erstmal auf Stufe 5 bringen? Möchte ich das hier erstmal auf Stufe 5 bringen oder nicht? Hier, die Fähigkeit, die kann eigentlich weg. Dafür muss irgendwas anderes. Muss irgendwas anderes da rein. Rechen eventuell nochmal leveln. Guck mal, da könnte ich mir eigentlich hier sowas holen. Sowas wie Verschleierung. Dann habe ich zwei Mobilitäts-Skills am Start, ne? Dann kann ich auch die drei Punkte da oben rausholen. Obwohl, zwei Punkte habe ich hier drin. Hätte ich zwei Punkte zur Verfügung für was anderes. So, Gift und Infusion, das macht keinen Sinn, dann das noch mitzunehmen. Todesfalle könnte ich dann dafür noch nehmen, wenn ich zwei Punkte mehr hätte, ne? Puh. 47 Sekunden Ablenkzeit. Da kann man nur eine Ult haben, das ist eine gute Frage. Ich nehme das da oben mal raus. Kosten für... Seid ihr sicher, dass ihr alle Knoten erstatten möchtet? Nein, ich will nur... Ihr könnt die Knoten erst... Was? Ach, hier wurde gar nichts rein investiert. Rang... Warum kann ich jetzt hier nicht rausholen, ohne dass ich hier 75.000 bezahlen müsste? Das ist, ich verstehe das nicht. Okay.
Okay. Okay. Die Verwendung einer ultimativen Fähigkeit stellt 25 Energie wieder her. Das benutze ich ja relativ oft, ne? Warte, hier war doch noch irgendwas mit Cooldown, oder? Losbrechen. Achso, habe ich schon, habe ich schon. Gesunden und verletzten Gegnern 6 mehr Schaden zu. Dann nehme ich die Passive erstmal. Okay, ey, wir müssen auf jeden Fall jetzt einmal hier... Meine Schmiede wartet. Ihr braucht Stahlarbeiten? Reparaturen? Wir müssen hier auf jeden Fall einmal komplett alles umwurschteln jetzt, weil die Waffen, die ich aktuell... Boah, die sind richtig krass, ey. Mal einfach mal 180 mehr, das ist schon einiges jetzt für die ganzen Bosse, die kommen. Bei 22, scheiß drauf. Aber hier sowas, das muss ich dann zu legendären Dingern eben machen. Euer Schattenklon imitiert außerdem auf eure Fähigkeit angewandten Infusionen. Wenn ihr eine Infusion... Guck mal, das kann ich schon wieder nicht da raus sockeln, ne? Habe ich davon einen Aspekt? Eure Präzision haben eine Chance von 10%, ein Pfeilhagel auf die Position des Gegners wieder zu. Das ist nice. Den könnte ich irgendwie machen. Den könnte ich hier auf den Bogen machen dann, wenn ich den Bogen abgebe. Ich versuche das mal. Wir müssen uns dafür müssen wir jetzt einmal dann hier in der Folge die Zeit nehmen. Dann ist es jetzt eben so. Wir nehmen einmal die Quest an. 3 Arbeiter sind in der Nacht geflohen und nach der Moral zu urteilen, wollen ihnen einige folgen. Sie sagen, die Mine sei verflucht. Vielleicht ist das so, aber wir haben etwas zu erledigen. Laut altem Aberglauben schützen Khazra-Knochen vor Flüchen. Ich habe nie viel von solchen Geschichten gehalten, aber wenn die Leute deshalb hier bleiben, trage ich sie gern. Ich habe keine Leute für die Jagd, aber ich habe Geld. Ich gebe es euch, wenn ihr ein paar Knochen sammelt. Na gut, können wir auf dem Weg, können wir die gerne mitsammeln. Das kann ich hier nicht tun. Okay, wir müssten einmal in die Stadt reisen dafür, ne? Eine Kreatur, die so erbarmungslos ist, dass sie wenigen, die eine Begegnung mit ihr überleben, behaupten. Sie haben ein Herz aus Eis. An dieser Behauptung mag etwas Wahres dran sein, dass selbst die Hitze der brodelnden Ebene erkaltet, wenn der Gur sich in ihrer Nähe herumtreibt. Der Gur. Okay. Worldboss eventuell? Warte, was war das hier? Das Töten eines verwundbaren Gegners erhöht eure Energieregeneration 4 Sekunden lang um 50%. Alter, das ist auch ein richtig krasser Aspekt. Meine Gegner sind nur verwundet und alle verwundbaren Gegner sterben. 50%. Crazy. Crazy. Also der Schrein und der hier, der Dungeon, sorry, das wären ja die absolut heftigsten Regenerationskiller. Quasi das, was man haben muss. Fertigkeitenpunkt haben wir gleich auch am Start. Geil. So, also wir haben jetzt hier wie viel? Hier vorne ist noch ein nicht entdeckter Ort. Crazy. Okay, komm, wir reisen einmal in die Stadt. Ich muss mir die Zeit jetzt einmal nehmen. Wir reisen einmal in die Stadt. Wir müssen einmal hier mit den Aspekten das gerade alles einmal anschauen. So, worauf kann ich verzichten? Was brauche ich auf jeden Fall? Das ist das jetzt, was wir herausfinden müssen, Freunde. Neuen Trank habe ich mir schon geholt. Ne? Stufe 60 erst der nächste. Alright. So, gehen wir mal in die Hütte hier rein. Wir fangen mal oben beim Helm an. Wir machen das jetzt ganz entspannt. Ihr erleidet 15% weniger von Gegnern, die unter Kontrollverlusteffekte betroffen sind. Finde ich ziemlich nice. So, den opfer ich nicht. Ihr Stapel der Schwung. Das muss ich lassen, weil sonst habe ich keine andere Wahl. Warte, ich habe jetzt den Bogen und ein Dolch. So, Basisfähigkeiten erhalten 52% Angriffsgeschwindigkeit.
So, guck mal, hier ist schon mal kein Sockel drauf, aber 122 mehr. Das ist jetzt halt wirklich die Frage, ey. Für die letzten drei Level. Das jetzt alles noch machen? Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Die letzten drei Level, das macht keinen Sinn. Es sind nur noch drei Level. Das geht jetzt ratzfatz durch die Story. Ja, das geht jetzt ratzfatz. Scheiß drauf. Sorry, Freunde, dass wir jetzt hier dann Zeit verschwendet haben, aber ich... Spontane Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ja. Abgemacht. Scheiß drauf. Ab Stufe 50, 51 nach dem letzten Boss wird alles, was kommt, besser sein. Besser sein als das. Ja. Sorry. Hättet ihr das jetzt gemacht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Hättet ihr das jetzt wirklich gemacht? Euch alle Aspekte angeguckt, was wir machen können? Vielleicht etwas Verlust, nur damit man 122 mehr Base Damage hat für die letzten drei Level? Was sagt eigentlich unser... Wir könnten auch mal hier kurz beim Okkultisten vorbeischauen, ne? Das ist ein Gamble. Gucken und hoffen, ob wir irgendwas Geiles kriegen. Also, ne, du bist der Falsche. Da unten. Der rote Ninja-Jäger. Pippmann ist wieder am Start, liebe Freunde. So. Bam. Vielleicht könnt ihr es verkaufen. Bam. Ah, legendäres mit gewohnt, zwei Freund. Slots. Ja, mit zwei Slots. Okay, passt auf, dann. Das Schicksal ist euch hold. Wenn ihr durch einen Gegner hindurch entrinnt, der von Schatteninfusion betroffen ist, erhaltet ihr 4 Sekunden lang Verstohlenheit. Wenn ihr mit einem Angriff eure Verstohlenheit beendet, erhaltet ihr beim Töten eines Gegners 4 Sekunden lang maximales Leben. Der. Zwei Slots drauf ist natürlich gut. Ja, ist natürlich gut. Könnte man jetzt eigentlich ausrüsten. Das macht jetzt Sinn, weil jeder Stapel der zentralen passiven Fähigkeit Schwung. Halt euch um, blablabla. Habe ich. Ich habe keinen Schwung. Und hier hätte ich wenigstens noch zwei Sockel und hätte 73 mehr Rüstung. Und entrinnen. Entrinnen ist ja unser Kreisdech, ne? Das heißt, das könnte sogar, wie gesagt, ziemlich gut sein. Gut, rüsten wir das aus? Rüsten wir das aus? Bleibt dabei, gibt die Quest ab und dann sockeln wir da noch ein paar Sachen rein. Okay, dann hat sich das ja wenigstens doch ein bisschen tot. Jetzt gelohnt. Tucci schläft immer tief und fest, nachdem er Salz gefressen hat. Das mag er am liebsten. Aber wo hat er so viel Salz her? Sein Lächeln ist so breit wie sein Bauch. Ich glaube, er ist tot. Du checkst es nur nicht, ne? So, kann ich hier sockeln? Ne, ich habe hier kein Ding. Das heißt, wir müssen in die Stadt einmal wieder zurück. Okay. Auch doof, dass ich, obwohl das ist halt, es soll halt ein Gefühl sein von, ich komme in die Stadt zurück und hier ist mein Stuff eben. Und das Schnellreisen geht ja zum Glück schnell. So, okay, pass auf. Wir nehmen mit Schaden von ultimativen Fähigkeiten. Barriereerzeugung, Widerstand gegen alle Schadensarten. Den nehmen wir einmal mit für da rein und dann hier so einen Totenkopf. So, zack, zack. Das kann wieder mit. Der Rest wird zerstört. Der Rest wird zerstört. Die Brust, die ich jetzt trage. 1000 Leben, 2000. Okay, der Angriff ist bald auch dann endlich mal im Tausenderbereich. Ich bin gespannt, wie hoch das geht, ey. So, aufwerten. Da baller ich jetzt auch zwei Aufwertungen drauf. Oder komm. Machen wir mal drei. 910 hat sich nichts getan. So. So, den Rest verkaufe ich, glaube ich, oder?
Obwohl, ich werde hundertprozentig, werde ich hier sowas brauchen. Für spätere Upgrades, oder? Man muss ja ein paar legendäre Sachen vernichten, um die Materialien zu bekommen. Damit man upgraden kann für was anderes mit Aspekten und so weiter. Okay, pass auf. Da oben haben wir noch was. Da oben haben wir noch was. Warte, wo war jetzt der Geile? Der hier, ne? Nee. Boah, das Töten des verwundbaren Gegners erhöht die Energieregeneration 4 Sekunden lang um 50%. Ey, das ist richtig, richtig viel. Man, da müsst ihr ja nonstop die Energie hochballern, weil alle Gegner verwundet sind durch die Schatteninfusion, oder? Hart mit dem, stellt eine eurer Primärressourcen wieder her, wenn ihr einen Gegner mit Kontrollverlusteffekten belegt habt. Puh. Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein, bin ich ganz ehrlich. Gut, gehen wir Knochen sammeln. Und dann können wir entweder noch die zwei Stützpunkte machen oder wir ziehen echt Vega. Da unten wir auch noch eine Nebenquest. Die könnte ich auch noch abgeben. Ich glaube, ich hole mir den Dungeon danach noch. Denn das liest sich zu gut, um wahr zu sein. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber wir versuchen es einfach mal. Wenn wir dann die Stufe 50 erreicht haben und ein geiles, seltenes Item kriegen, ballern wir auf jeden Fall diesen Aspekt da drauf. So, das lief schon mal geschmeidig. Muss da runter, ne? Brauche mehr Zeit. So, und was ich auch noch herausfinden will, ist, bevor ich es vergesse, da unten meine 1678 Blutsterben durch den Felder des Hasses. Wo kann ich die einlösen? Und ich will PvP auch mal zocken. Es ist so geil. Es ist sowas von geil. So, noch 10. Guck dir das an, die ganzen verwundbaren Gegner sterben an. Und jetzt hätte ich dann, oh Gegner, 4 Sekunden lang 50% Regeneration. Dann wäre meine Kugel der Energie ja nonstop voll quasi, oder nicht? So, 4 noch. Aber erstmal die Erze hier mitnehmen. Na, na, da, 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 da. 3 noch. Ich bin noch nicht bereit. Mach dir nichts draus, dafür bin ich bereit. Zack. Laufen wir einmal hier im Kreis. Kein Gegner hier. Wahnsinn. Mehr Zeit. Dämliche Schlangen, die brauchen wir nicht. Ihr könnt natürlich gerne mitkommen, ja. So, zack, Schattenklon-Jutsu. Und Quest beendet. Würde ich jetzt mal frech behaupten. Hier wirklich noch platt machen, weil der sonst den Loot nicht aufnimmt. Das ist auch so ein Ding, ne? Nimm doch den scheiß Loot auf, Junge, und dann raus hier, ey. Alter, was ist hier gerade los? Fuck. Fuck, Junge.
Blutig, dankeschön. Oh, Wahnsinn. So. Schnell zurück. Kleine Schluchtnatter. Kleine Schluchtnatter. Wäre es der Beste, einfach umgedreht? Das ist ein Rohleder, warum nicht? So. Dann. Save Point. Ich hoffe, das hilft. Ich würde euch auf ein Bier einladen, wenn es hier Gutes gäbe. Wie versprochen, eure Bezahlung. Bedankt. Damit müssten wir doch jetzt auch ganz genau den nächsten Fortschritt am Start haben. Geile Sache. Zack, zack, zack. Fähigkeiten, Punkt. Gesunden und verletzten Gegnern mehr Schaden zu. Ja. Warum nicht? Dann haben wir das alles auch auf 3. Optimal. Das haben wir auch. Wenn ihr 50% maximale Energie habt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit 5% erhöht. Das brauche ich eigentlich nicht, denn, wie gesagt, wenn meine 50% ist, dann stehe ich meistens, weil ich meinen Skill abfeuere, ne? Wenn ihr weniger als 50 maximale Energie habt, ist eure Angriffsgeschwindigkeit um 5 erhöht. Das dann wohl eher. Das heißt, ich kann die jetzt noch schneller fetzen die ganze Zeit. Ich müsste eigentlich jetzt mal da rein leveln, ne? Ich müsste eigentlich das mal leveln. Jedes Mal, wenn ihr 100 Energie verbraucht habt, hattet ihr 5 Sekunden lang eine 5% Chance für eure Glückstreffer. Okay. Ja. Den mache ich noch auf 5. Und hier würde ich, da würde ich echt gerne drauf hoffen, bei dem Sperrfeuer, dass ich da irgendwie ab 50 so ein Ahnen- oder heiliges Item finde, was sagt auf einmal 2 Punkte Sperrfeuer mit einem geilen Aspekt noch drauf. Ja, dann wäre ich richtig happy. Ich würde die 5 Punkte, also ich würde da gerne, keine Ahnung, ein paar Punkte eben mehr drin haben, dass die noch krasser wird, die Fähigkeit. Ja, tatsächlich. So. Damit haben wir jetzt alle 3 Regionen auf dem gleichen Stand. So. Guck mal hier, die 80 plus 80 maximale Obolusse. Bedeutet das, dass ich dauerhaft 80 mehr habe, hoffentlich an und nicht nur einmal Obolus zu bekommen, ne? Ja. Okay, Dankeschön fürs Einschalten, Freunde. Wir beenden jetzt erstmal hier in Ordnungsstelle. In der nächsten Folge gönnen wir uns die wandelnde Stadt, den Dungeon. Ich markiere schon mal, da gehen wir auf jeden Fall hin, denn der Aspekt liest sich zu gut, um wahr zu sein. Wenn es gefallen hat, Däumchen hoch, kostenloses Abo. Hilfst du mir und meinem Kanal extrem krass mit weiter. Dankeschön, dass du da warst. Wünsche dir noch einen affengeilen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit V.